Ja, hallo, wie in dem Vorspann schon zu sehen war, hat man gesehen, dass der Roomba zwar seine Basisstation findet, aber er dockt nicht an und lädt damit auch nicht nach. Ich habe den Roomba jetzt mal auseinandergeschraubt, grundgereinigt, also alle Sensoren gereinigt und so weiter, das half alles überhaupt nichts und habe aber dann danach noch ein paar Messungen durchgeführt und die Ursache des Problems liegt hier an diesem Stecker, der hier mit J3 gekennzeichnet ist. Und zwar habe ich hier alle drei Lötstellen vom Stecker nachgelötet und jetzt funktioniert es wieder. Die Ursache ist also eine kalte Lötstelle oder mehrere kalte Lötstellen, weil die Leiterplatte mit bleifreiem Lot gelötet wurde, was heutzutage Standard ist, aber man sieht nach 5 Jahren ungefähr bröseln diese Lötstellen eventuell auf. Und da muss man eventuell nachlöten. Man braucht also in dem Fall kein neues Mainboard oder gar einen neuen Roomba. Man kann das, wenn man hier das aufmacht, mal gucken an dem Stecker und dann kann man nachlöten. Es gibt auch einige Messungen, die ich gemacht habe. Vielleicht mal zum generellen Verständnis, was dahinter steckt. Dieser Stecker ist der Spannungsstecker für die Schnellladung hier außen an dem Roomba. Und der hat hier 3 Anschlüsse, nicht 2. Das hat die Bewandtnis, dass hier in der Buchse am Rand ein Schalter mit eingebaut ist und in dem Moment, ich zeige das mal hier auf dem Plan, das ist hier praktisch diese Buchse, in dem Moment, wo ich den Stecker reinstecke, dann wird dieser Schalter in der Buchse geöffnet, sodass die Ladung hier über den roten und den schwarzen hier geschieht, also zum Akku hin über die Elektronik. Und wenn ich den Stecker ziehe, dann wird dieser Schalter überbrückt und wenn er dann an die Station fährt, kann er ganz normal über diese Anschlüsse, die jetzt zur Station gehen, das sind hier 2 Pins an C31 und C32, das sieht man auf dem Mainboard ganz gut, die sind hier mit Rot und Braun verbunden, sodass, wenn hier kein Anschluss ist und der an der Ladestation ist, kann er praktisch laden über die Ladestation. Und wenn jetzt nun dieser Stecker hier mehr oder weniger lose ist, man kann das auch demonstrieren, dann kann er über die normale Ladestation nicht laden. So, ich will das hier mal kurz demonstrieren mit dem Stecker. Also der Stecker ist jetzt hier dran. An der Ladestation leuchtet hier die Leuchtdiode, das heißt er lädt. Auch die beiden Leuchtdioden hier innen sind jetzt auf grün, das ist ja Status für die Batterie allgemein. Und wenn ich jetzt hier den Stecker abziehe, das heißt, der Kontakt wird dann praktisch geöffnet. Dann sieht man hier oben, die LED ist aus, beziehungsweise sie blinkt. Das heißt, jetzt ist er auf Empfang sozusagen, die Station, und er lädt nicht. Also für diejenigen, die das Problem auch haben, unbedingt hier mal gucken, den J3 nachlöten eventuell. Und wenn das auch nicht hilft, dann auf jeden Fall nochmal gucken, ob der Schalter innerhalb dieser Buchse in Ordnung ist. Dort eventuell mal gut aussaugen und reinigen. Und dann sollte das aber funktionieren. So, zu guter Letzt noch ein Funktionstest und dann schraube ich den Roomba komplett zusammen. Ja, ich hoffe, das hat geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.